So, endlich. Ich habe es geschafft, diesen Koop-Trainer mal rauszumachen. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht nochmal dran komme. Ich muss total noch mein PC neu starten und alles nochmal dran. Jetzt geht's auf jeden Fall weiter mit Pokémon Let's Go Evoli und dem zweiten Teil meiner Aufnahmesession hier. Gut, auf geht's. Okay. Wenn Evoli so oft hier sitzt, dann wirkt ihr zwei schon wie richtige Partner. Ich glaube, ich habe das richtige Geschenk für euch. Ich halte ein sportliches Set. Wenn du Evoli dieses Set ansiehst, könnt ihr Partnerlook auf Reisen gehen. Huch. Evoli sieht überglücklich aus. So, versuchen wir mal gerade ein bisschen, ob ich jetzt das hinkriege mit dem Joy-Con. Mit dem Controller in der Hand. Warte mal. So, versuchen wir mal. Halten wir das hier hin. Das wirkt sich auch so ein bisschen auf den Spielverlauf später aus. So, okay. Da wollte er mir deine Aufmerksamkeit, hm? Sieht so aus, als würde sich Evoli wahnsinnig freuen, wenn du dich um es kümmerst. Wenn du den X drauf drückst und im Menü mit Evoli spielen auswählst, kannst du mit Evoli spielen, wann immer du willst. Jo. Okay, noch jetzt. Danke für deine Hilfe mit der Lieferung. Im Pokémon Supermarkt gibt es übrigens viele praktische Items. Also komm ruhig mal vorbei und schau dich um. Weißt du was? Als kleine Kostprobe gebe ich dir ein Werbegeschenk. Hier bitte. Ein Trank, der bei uns hoffentlich ein bisschen hilft. Wenn Trainer gegeneinander antreten, kommt es vor, dass Pokémon dabei verletzt werden. In so einem Fall sollte sie ihm Tränke geben. Okay. Und du möchtest bestimmt jetzt gegen uns kämpfen, ne? Ja. Wenn zwei Trainer sich in die Arme gucken, da fliegen die Fetzen. Ich werde jetzt mit meinem Lieblings-Pokémon gegen dich kämpfen. Los geht's! Knopf's Achse. Mit einem Radfahrt. So, wir kämpfen mit Evoli. Okay. Jawohl. Radfahrt down. Hui, du bist aber stark. Okay. Auf geht's. Und das ist unser Rivale. Ha, du stellst dir beide Ohren, oder? Was ist denn los? Du hast doch den Kampf gegen einen anderen Trainer gewonnen? Ja, cool. Ach ja, ich wollte noch was sagen. So ein Kampf ist ganz schön anstrengend für die Pokémon. Sie verlieren dabei oft KP, Kraftpunkte und AP, Attackenpunkte. Oder Angriffspunkte heißt das, glaube ich. Aber wenn du sie an den Pokémon-Center bringst, wird dein Team doch wieder aufgepäppelt. Es dauert immer nicht lange und kostet dich nichts. Weil die Zustand der Pokémon nachkämpft, immer gut im Auge, ja? So, dann machen wir jetzt weiter. Aber die Frage ist, ob wir jetzt gegen ihn kämpfen dürfen hier oben. Weil hier oben ist nämlich auch noch meistens ein Kampf. Gehen wir Route 22 an. Okay, das haben wir ja schon gemacht. Das ja, jetzt! Hey, Gabe, wolltest du auch bei der Pokémon-Liga vorbeischauen? Da drin kann man gegen den stärksten aller Trainer kämpfen. Gegen die Top 4. Ah, ich hätte die Top 4 gern zu mal in Aktionen gesehen. Aber das Personal Pokémon-Liga lässt nur Trainer mit allen Arena-Orten durch. Hilft uns, wir müssen unser Bestes geben und immer stärker werden. Du weißt, worauf ich dachte, oder? Los, lass uns kämpfen und stärker werden. Ja, wir dürfen nochmal gegen ihn kämpfen. Okay. Jetzt hat er Taubsi schon mal. Und wir gehen weiter mit Rockzoki auf, drauf. Oh, Taubsi ist schon wieder down. Okay. So.
Gut, gut. So, weiterkämpfen. Ich bleibe erstmal auf Evoli ein bisschen. Und nochmal mit Rockzocki drauf. Und Evoli setzt. Gut, wie könnte das Donnerschock ein? So, drauf. Und damit war's das. Pikachu, down. Und Level 9 für Evoli. Und Angriffswert steigt ein bisschen. Nidoran erreicht Level 5. Und der unser Rival ist mal wieder besiegt. Oh, was? Echt jetzt? So, hoffentlich konnte ich dir helfen, ein bisschen stärker zu werden. Wenn wir so weitermachen, schaffen wir gerade beide bis zur Pokémon-Liga. Gut, das haben wir dann erledigt. Ja, wir könnten theoretisch den zweiten Jogger anschließen, aber ich möchte diesen Kurvenmodus rausnehmen, weil das würde das Spiel einfach viel zu einfach machen. Gut, dann gucken wir uns mal jetzt ein bisschen die Vertania so um. Und fangen mit diesem Gebäude hier an. Ich lerne gerade etwas über Pokémon-Typen. Evoli gehört dem Typ Normal an. Pokémon vom Typ Normal sind ein Pokémon vom Typ Kampf gegenüber im Nachteil. Ja, und gegen Geist-Pokémon machen sie gar nichts. Puh, ich muss alle meine Novitäten auswendig lernen. Wenn sich Pokémon in Kämpfen so richtig austoben dürfen und viel spazieren geführt werden, können sie den Trainer total lieb. Jetzt hat mir meine große Schwester verraten. Also dann, liebe Klasse, wo können wir noch nützliche Informationen für angehende Trainer finden? Richtig, auf unserer Tafel unter den Büchern. Vergiss doch nicht, die Hinweisschilder unterwegs zu lesen. Das hier scheint so eine Trainerschule zu sein. Hallo, du kommst aus Alabastia, stimmt's? Ja. Na gut, dann geht's hier oben weiter jetzt mit der jungen Dame und dem Myrapler. Wie niedlich, dein Pokémon sitzt auf dir. Mir wäre das wahrscheinlich viel zu schwer. Ich höre mein Pokémon lieber eine Runde spazieren. Öffne einfach das Spielmenü mit dem Arkampf und schau dir dein Team an. Hast du ein Pokémon ausgesucht, dann werde ich dir aus dem Pokémon holen. Und schon begleitest du dich auf deiner Reise. Es gibt nichts Niedlicheres, ich schwöre. Pass mal auf, ich mach das mal für dich. Gut. Du hast mir jetzt nicht mal Miraplaus aus dem Team rausgeholt, oder? Ja, mein Defensor natürlich. Entschuldigung. Zu Spitzen am Ausdenken macht Spaß, aber es kann auch ganz schön knifflig sein. Doch so toll geistreiche Namen auch sein mögen, es gibt einfach nichts Besseres als so einen schönen, einprägsamen Spitznamen. Wenn du den nächsten Knopf drückst und damit deinem Pokémon ein Team auswählst, deinem Team ein Pokémon auswählst, kannst du seinen Spitznamen ändern. So, zurück mal in den Pokéball. Genau, das kann ich hier machen. Indem ich aufs Menü gehe, bewege aus dem Pokéball und klar, das, was die Dame gemacht hat, und den Namen ändern. Aber ich bleibe lieber bei meinem Originalnamen. Mein Papa mag Pokémon genauso toll wie ich. Ja, das mag Pokémon natürlich nicht. Ich auf jeden Fall sehr gerne, weil sonst würde ich es nicht spielen. Jetzt wird aber das dritte Pokémon-Spiel hintereinander. So, bis es dann immer das nächste Pokémon gibt nach Let's Go Evoli, das dauert dann wahrscheinlich ein bisschen. Mal gucken, was wir da machen. Oh, hier hoch? Oh ja, wir kommen jetzt nicht hoch. Diese Pokémon, ach ja, es dauert geschlossen. Ey, wo der Arena-Adresse. Tja, das werden wir wohl erst später erfahren. Pokémon Arena von Metania City, steht keine Infos drin. Ja, wer ist der geheimnisvolle Arena-Leiter von Metania City? Klar, die Pokémon Rot-Blau-Gelb kennen, die wissen es natürlich, aber wenn wir das erste Mal drauf sind, mal schauen. Das werden wir noch im Laufe des Spiels erfahren. Jetzt sind wir auf Route 2. Zwischen Vertania City und Marmoria City. Diese Verbindungsroute. Allerdings steht noch etwas dazwischen. Unter anderem ein Radfatz. So, was haben wir hier noch? Oh, hier haben wir welche Pokémon? Nee, ne? Nichts, okay. Warum auch immer hier nichts auftaucht. Naja, gut, okay.
Dann gehen wir mal rein in den Pokéball. Pokémon Britanniawald. Wenn dein Pokémon Attacken ersetzt, die den gleichen Typ wie selbst haben, dann macht es viel mehr Schaden. Ich glaube 50% oder so Step-Bonus heißt es, ja. Du gehst in den Britanniawald? Der Wald wird ja natürlich so verrückt. Also pass auf, dass du dich nicht verläufst. Naja, gut, okay, auf geht's. Meine Freunde und ich wollen hier Käfer-Pokémon fangen. Das ist ganz schön hebelig, weil sie sich hier auf die Pokémon-Kämpfe freuen. Und als erstes haben wir aber hier erstmal eine Trainerin. Du, hast du ein großes Pikachu dabei? Nein, ich habe kein Pikachu dabei. Warum nicht zumindest? Ich glaube, ich werde auch jetzt fangen. Ich muss mal gucken, was ich noch nehme. Ich habe ja noch drei Plätze offen. Naja, jedenfalls hast du erstmal ein Ratzfatz. Mal gucken, hast du? Okay, möchtest. Und wir werden uns zusammen über die treu. Tschüss, Ratfatz. So, diese Göre ist besiegt. Und schenkt uns drei Pokébälle. Was hier erstmal ein Taubsi. Oh, ein Bisasam. Ein Bisasam. Das hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du mir da. So, kann ich Bären jetzt einsetzen? So, ich möchte es gerne haben. Verflixt, hätte beinahe geklappt. Ja, dann muss ich ein bisschen aufpassen. Und jetzt. So, ein großartiger Wurf dabei, jawohl. Und wir haben's. Ja, ich find's ein bisschen low, mit allen drei Startern anzufangen, weiterzumachen. Deswegen werden wir keinen von denen ins Team nehmen. Das ist schon mal klar. Normalerweise ist ja Glumanda immer safe dabei. Aber diesmal nicht. Auf jeden Fall haben wir einen guten Erfahrungspunkt bekommen. Level 8 für Glufenza, Level 6 für Nidoran. Und Glufenza hat immer Zwickel noch nebenbei. Und Nidoran erlernt Giftstachel. So, Bisasam möchte. So, warte mal, Team. Oh, da war ein Hornio, ne? So. Aus Team entfernen. Nö, das war ein Item hier unten. Ah, ich habe irgendwas gesehen, was hier unten rumgelegen hat. Und hier haben wir noch zwei weitere neue Pokémon. Und zwar erstmal Honio. Jawohl. Aber dieses Hornio sagt dann lieber, ich bleib noch ein bisschen draußen. So, einmal kurz einen großartigen Wurf kommen jetzt gleich drin. Und wir wieso sagen auch hier der dritte Wurf. So. Da ist auch noch ein Pikachu. Also, die haben schon mal jetzt größtenteils fast alle Pokémon, diese Route ja. Na gut. Pikachu, das möchte ich gerne noch mitnehmen. Oh, nicht mal ein guter Wurf, okay. Eieiei, jetzt will ich wieder sagen, und auch Hornio beim ersten Ball raus. Der zweite Ball geht daneben und weil jetzt wir die Serie halten, dann müsste nämlich der jetzt das Pokémon fangen. Eins, zwei, nö. Einen guten Wurf. Na, auch du nicht? In seiner Drehung geholt. Und, jawohl. Auch Pikachu gehört jetzt mittlerweile zu uns.
Pokémon. Wie kannst du das nicht gesehen? Ich will dieses. Ne, warte mal, hier unten war noch ein Raupi. Hier unten ist es. Jawohl. Guter Wurf. Das bleibt gerade momentan kein Pokémon beim ersten Mal drin. Ein einfach fabelhafter Wurf. So, Pikachu gehört jetzt ein bisschen aus der Reihe. Aber das Raubi gehört auch uns. Ja, da konnte ich jetzt nicht viel machen. Das, ob sie möchte nicht. Rausnehmen. So, gut. Dann haben wir... So ist eins. Ach, noch so ein blödes Horn. Okay, brauchen wir nicht. Oh, noch das Taubsi, das gehört nicht dazu. Na komm, wir machen Feierabend, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann werden wir uns tatsächlich hier ein bisschen im Vertania-Wald umsehen. Denn da steht auch das nächste neue Pokémon. Komm, ich will das verabschieden. Komm, ich möchte gerne eigentlich jetzt voll, also wollte eigentlich Feierabend. Ein großartiger Wurf. Jawohl, mit dem ersten Hammer. Da gibt es 80 Erfahrungspunkte und es reicht für Level Up. Evoli, Knopfenser und auch Nidoran gehen jeweils ein Level Up. Das ist gut, dass es doppelt klären will. Das ist immer gut für die erste Arena sogar schon. So, dann nehmen wir das das Kuno mal an uns. Und jetzt muss ich noch das Bibor hier oben noch versuchen zu fangen. Na, das reicht nicht. Aber ich glaube, das wird uns gerade Sorgen machen. Das wird nicht beim ersten Versuch reingehen. Das hätte mich fast gewundert, wenn ich das, wenn das so gewesen wäre. Nein, nehmen wir uns das weg. Jetzt komm her. Jawohl, und sogar noch ein großartiger Wurf. Jawohl, Bibor. Damit haben wir die komplette Evolutionskette. Und die Kokuna und Bibor in einer Folge gefangen. So, okay. Dann machen wir jetzt wirklich Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und dann geht's weiter mit dem Fangen von Käfer-Pokémon.